Hey, heute mal ein eher technisches Thema, weil mich so viele gefragt haben, wie sieht's aus? Jeder hat jetzt Angst, dass er sich den Bizeps reißt, weil den ich mir gerissen habe. Also so einfach reißt man sich keinen Bizeps, das kann ich euch schon mal sagen. Das passiert nicht einfach so, außer ihr macht den Kreuzgriff beim Kreuzheben. Deshalb. Ich komme aus dem Gewichtheben. Wie viele wissen, ich habe mit 11 mit den olympischen Gewichtheben angefangen. Und da ist es halt üblich, dass man mit dem Hook Grip zieht oder Daumenklemme, wie man es nennt. Daumenklemme, also es sieht jetzt ein bisschen doof aus. Daumenklemme, für viele, die es nicht wissen, die sieht so aus. Also, wenn das die Hantel ist, dann ist das euer Daumen und das sind die Finger. Und da wird jetzt dieser Daumen einfach so eingeklemmt zwischen den Fingern und der Hantel. Die andere Seite auch. Und so wird dann gezogen. Also im Übergriff. Genau, Übergriff, wenn das die Hantel ist. Was ist der Kreuzgriff? Der Kreuzgriff ist das hier. Und was passiert beim Kreuzgriff? Beim Ziehen im mittleren Bereich. Oder im oberen Bereich, wenn die Brust rauskommt, wird der Bizeps überdehnt. Das heißt, alles hängt hier an dieser Sehne. Ich weiß genau, wo diese Sehne ist. Ich musste mir die jetzt 10 Monate lang massieren und das ist ganz schön eklig, die Sehne. Nehmt mal euren Finger und langt mal hier hin. Die Sehne, die geht bis hier runter. Und wenn ihr euch die reißt, dann macht es einen fetten Schnalzerer. Und das Traurige ist, es passiert viel zu vielen. Es passiert immer noch. Egal ob das Wettkampfsportler sind, Powerlifter oder Anfänger. Viele in den Fitnessstudios, ich sehe es immer wieder, die bekommen von den Trainern beigebracht, das ist ganz normal und selbstverständlich, dass man den Kreuzgriff macht. Dann siehst du halt die Anfänger mit 40 Kilo im Kreuzgriff. Wozu? Warum? Was passiert beim Kreuzgriff? Ihr zieht so, schaut mal her, ihr verdreht euch. Was passiert? Der Trapez ist weiter hinten, die Brust ist, also die ganze Schulter hier ist weiter hinten, die ist vorne, ihr seid verdreht oder so rum. So, muskuläre Disbalancen entstehen. Vom Trapez bis runter zum Gesäß. Ihr bekommt eine Skoliose. Eine Skoliose ist nicht lustig. Muskuläre Disbalancen auch nicht. Was ist noch der Nachteil vom Kreuzgriff? Also wir hatten den Abriss. Wir hatten jetzt die Disbalance. Also einfach mal 2 bis 3 Wochen in den sauren Apfel beißen und die Daumenklemme einstudieren. Das dauert wirklich nur 2 bis 3 Wochen. Natürlich sind es Schmerzen und es tut weh. Aber irgendwann, der Daumen sieht dann so aus wie so ein Schraubenzieher. Das finden immer viele lustig. Und ich werde dann auch gefragt, wenn ich so ziehe, viele schreiben auch unter Videos, hey, wie gibt's das, dass du so stark bist? Daumenklemme ist gar nicht schlimm. Daumenklemme ist das Einfachste, was es gibt. Praktisch, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn die Hantel hier so einen Böppel dran hat. Und es ist, im Endeffekt ist es das gleiche wie Zugbänder. Euer Daumen ist das Zugband. Und einfach machen, es ist leicht, es ist nicht schwer, wenn ihr es einfach einprobt. Wie gesagt, ich habe mit 11 damit angefangen. Für mich ist das, es läuft halt. Aber es war zu Anfang mit 13, wenn es dann mit 60 Kilo und du hast Zugbreit und du ziehst breit und der Daumen ist eingeklemmt und da geht es ja um Beschleunigung und Speed, zweiter Zug, BÄM! Dann kommt, hängt alles, die ganze Hantel hängt an den Daumen. Und zu breit ist viel, viel schlimmer wie hier. Das ist ja nichts. Hier, wenn du das hier machst, hängt alles nur an den Daumen. Oder wenn du vom Kasten ziehst, das ist schlimm. Kreuzheben mit Daumenklemme. Ja, es tut halt ein bisschen weh. Aber wie ich schon oft gesagt habe, Schmerzen machen aggressiv und machen giftig. Also einfach machen. Dann sagen viele, ich habe aber kleine Hände. Das ist nicht so einfach. Ja, natürlich. Dann kommt ihr halt nur so rum. Das reicht aber auch. Ich hatte auch mit 11 kleine Hände und hatte eine olympische Hantel. Und es ist gegangen. Und ich habe mir das Fleisch hier weggerissen.
Und denkt ihr, das wird das Training die nächsten 2 bis 3 Tage fällt dann aus? Oder das jetzige, heutige Training, wo ich mir das Fleisch weggesetzt habe? Nein, es wird getaped und es wird weitergemacht. Und irgendwann ist die Haut so stabil und es hält. Und ihr habt keine Probleme mehr. Genau. Und wegen den Händen, meine Freundin zum Beispiel, ich habe sie 2012 das erste Mal mit ins Fitnessstudio genommen. Und natürlich musste sie auch den Hochkörper erlernen. Ja, es waren Schmerzen. Sie hat geflucht. Es hat ein Jahr gedauert, ich weiß es noch. Dann hat sie mit 100 Kilo, hey, über 15 Wiederholungen gemacht. Das war vor der Schwangerschaft. Aber ich will es euch nur sagen, und sie hat viel kleinere Hände wie ich. Und es geht. Und auf Wiederholungen ist es noch schwerer. Also einfach mal umstellen und dann bleibt euch sowas erspart. Das ist nicht schön. Es ist wirklich einfach mega kacke. Das ist nicht so. Ihr werdet euer Leben lang Probleme damit haben. Wie könnt ihr eure Griffkraft verbessern? Ist die nächste Frage, die mir oft gestellt wird. Griffkraft, ihr kennt ja diese Fat Grips, die habe ich auch. Diese blauen, dicken Gummiteile, die wo man um die Hantel rum macht. Die sind aber nicht zum Empfehlen. Also meine Griffkraft ist dadurch auch nicht stärker geworden, wie jetzt mit der Daumenklemme. Du hast halt dann so eine fette Hantel. Und ich habe da trotzdem mit 240 habe ich meine Wiederholungen gemacht. Das merkt man gar nicht. Außer ihr bekommt dann eine fette Sehnenentzündung, weil es nicht normal ist, dass ihr ständig so zieht. Es geht halt dann hier an die Sehnen und es braucht es nicht. Ich sage euch, wie ihr eure Griffkraft stärken könnt. Indem ihr, wie ich es immer sage, alles was ihr macht, alles was ihr zieht, was ihr drückt, egal was ihr anlangt, welchen Griff ihr anlangt, egal welche Hantel ihr anlangt, drückt die Hantel so fest ihr könnt. So fest ihr könnt. Egal ob es Bankdrücken ist, Bankdrücken, ein Faustschlag. Euer Armbeuger muss angespannt sein. Euer ganzer Unterarm. Wenn der Armbeuger nicht angespannt ist, habt ihr auch keinen Trizeps. Wenn ihr keinen Trizeps habt, habt ihr keinen Latissimus. Genauso wie bei den Zugübungen. So fest wie es geht, ziehen. Ich sehe es immer wieder, da langen welche so muschihaft irgendwie den Griff an. Oder beim Bankdrücken, das sieht man dann, dann sind die Hände so oder so. Nein, bam! Das muss richtig stabil sein, feste umklammern, egal was ihr zieht. Auch wenn ihr den Griff habt, dann entsteht diese ganze Verbindung. Griffkraft, die geht hier oben los. Dieser ganze Unterarm, der Armbeuger hier oben, das gehört alles, das ist die Hand. Die Kraft von der Hand, das ist der Unterarm. Die Sehnen hier, das geht bis hier vor, die Sehnen von dem Unterarm. Und das trainiert ihr eben, wenn ihr alles feste greift. Genau. Das, was noch ein gutes Beispiel ist, ich bin voll der Fan vom Strongman-Sport. Das war schon immer so. Mein Vater, der hat Strongman-Sport schon in die 90er Jahre angeschaut. Der hat auch immer trainiert. Ich habe mir, viele kennen es bestimmt nicht, Leute wie Magnus Wer Magnussen, Jukka Ahola, Heinz Ollisch hat da noch mitgemacht. Das ist so ein Sport, ich war schon immer Fan davon. Weil sie haben unter den extremsten Bedingungen, aus den beschissensten Winkeln, haben die einfach Sachen gehoben, unhandliche Sachen. Zum Beispiel, wenn ich mich erwisch im Training, oh, der Kniebeugenständer, der ist nicht so gut, dann denke ich an den Strongman-Sport und denke an die 90er-Jahre-Videos. Hey, die haben auf einem Schotterparkplatz, wo Steine liegen, Kniebeugen gemacht. Du rutschst weg, der ganze Boden ist uneben. Und ich jammer rum, weil ich gerade meine Hantel gebückt aus den Ständer heben muss. Hä? Was bin ich für eine Pussy? Und das ist halt so ein Sport, der motiviert mich. Selbst habe ich den nie gemacht. Wegen den Verletzungen. Ich habe riesen Respekt davor und ich habe auch riesen Respekt vor den Athleten. Ich schaue mir jeden Wettkampf an, jeden Wettkampf, auch heute noch, weil es mich extrem motiviert. Genau, ein guter Strongman zum Beispiel, Martin Wildauer. Schöne Grüße, Martin. Er hat 418 Kilo im Hookgrip Daumenklemme gezogen. Die Finger waren danach blutig, er hat sie gezogen. Nur ein Beispiel, es geht. Ich habe mir übrigens meinen Bizeps nicht im Kreuzgriff abgerissen, sondern mit der Trapbar. Trapbar kennt ja jeder parallel. Das Video ist auch bei mir auf meinem Channel. Habe ich ihn mir abgerissen, weil ich halt eben zu lang gehalten habe. Entschuldigung. Und weil ich eine Woche vorher meinen Bizeps trainiert habe
und er war verkürzt. Das wird auch mit ein Grund gewesen sein. Genau, seitdem kein Chopper mehr und nichts. Wer sich noch den Bizeps abgerissen hat, ist Mikhail Kokhleyev, Brian Shaw, Marius Puchanowski, Jerry Pritchard, erst vor kurzem Benedikt Magnussen, einen Bizeps. Dann hat er den Kreuzgriff geändert, hat mit der anderen Seite den Kreuzgriff gemacht, die andere Seite auch noch gerissen. Jetzt trainiert er wieder seit, ich glaube, 6 Wochen. Und was macht er? Er macht wieder den Kreuzgriff. Dieses Mal mit dem Bizeps, den er sich das erste Mal gerissen hat. Keine Ahnung, er ist ein Profi. Ich will nicht sagen, warum macht er das? Er macht es halt einfach. Aber es ist nicht gut. Deswegen sollte sich jeder wirklich mal überlegen, einfach wechseln. Wechseln. Im Strongman ist es so, nochmal Strongman, da wird mit Zugbändern gezogen. Kennt bestimmt jeder, der den Sport verfolgt. Im Kreuzheben wird im Strongman-Sport jetzt mit Zugbändern gezogen, weil eben die Verletzungen viel zu groß sind. Und Strongman-Sport ist eh schon extrem bizepslastig. Du hast die Steinkugeln, wump, das geht auf den Bizeps. Du hast die Koffer, der den ganzen Bizeps langzieht. Den Reifen, den du flippen musst. Untergriff. Und du überstreckst ihn noch nach hinten, den Bizeps. Da reißt er oft. Und dann hat man sich halt gesagt, hey, ihr dürft jetzt mit Zugbändern ziehen, was sehr vernünftig ist, finde ich. Und was jetzt mal gesagt werden muss, meine Vorbilder, die mich immer motiviert haben, Marius Puchanowski, Sidrunas Saviskas, viele denken, hey, der ist Powerlifter, der muss irgendwelche Powerlifting finden. Es ist immer schon so gewesen, dass ich mir die Sportler, die Art verwandt sind zu meiner Sportart, wo noch extremer ist, einfach als Vorbild zu nehmen. Und eine kleine Geschichte, weil ich den Namen vorhin schon mal gesagt habe, ich habe es immer noch im Kopf. 2014, Strongman Champions League, war's? Champions League im Strongman. Es geht das ganze Jahr über. Das ganze Jahr sind Wettkämpfe. Das heißt, du hast das ganze Jahr Belastung. Und es ist nicht so wie so ein kleiner Kraft-3-Kampf. Nein, das sind so viele Disziplinen. Das ist einfach extrem. Martin Wildauer, 2014. Er ist Punktführender. Genau so war das. Letzter Wettkampf. Was passiert? Er reißt sich beim Truck-Pull die Achillessehne. Jetzt waren aber noch weitere Disziplinen am nächsten Tag angesagt und die anderen hätten ihn überholt. Er war kurz vom Weltmeistertitel und jetzt kommt's. Er ist am nächsten Tag bandagiert. Ich krieg Gänsehaut, weil ich genau die Bilder im Kopf habe. Er ist bandagiert mit abgerissener Achillessehne angetreten. Und die Leute haben ihn gesehen, das Publikum, ohne Witz, ich krieg Gänsehaut. Die haben die Gesichter, er ist da hingehumpelt. Ich glaube, das erste war Kofferlauf mit abgerissener Achillessehne. Ich weiß, was es bei mir für Schmerzen war mit dem Bizepsabriss. Aber du läufst mit abgerissener Achillessehne. Das Publikum hat applaudiert, die haben geschrien. Das war einfach ein Held. Das ist ein Held. Ganz einfach. Und es gibt einfach Leute, die wo Krieger sind. Berserker. Schmerzen machen die noch giftiger. Oder es gibt Pussys. Es ist ein Held. Ganz einfach. Es waren noch 3 Disziplinen. Ich glaube, es war Baumstamm. Und dann noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es noch 3 Disziplinen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Mit abgerissener Achillessehne ist er Weltmeister geworden. Und die Leute, die sind ausgetickt. Und ich habe es im Kopf. In diesem Sinne, geht ins Training und gebt Gas und jammert nicht rum. Ciao. Oh, my God.
dead without Afghanistan and the man. So I think, who will deserve it, huh?